Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Nückel, wir Grüne lehnen den Antrag selbstverständlich ab, wenn er gleich zur Abstimmung steht, und zwar, weil er inhaltlich schlecht ist und sachlich falsch. Die KEF hat einen Vorschlag gemacht, nämlich von 17,50 auf 17,20 zu senken. Aber sie hat auch deutlich gemacht, dass, wenn man den Bericht genauer liest, dass es sehr viel Bedarf gibt in den nächsten Jahren, der natürlich mit Entwicklungen zusammenhängt, die wir in der Bestands- und Entwicklungsgarantie auch festgelegt haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein ganz hohes Gut, Herr Nückel. Und dass die FDP das über die Jahre hinweg hier im Landtag noch nicht erkannt hat oder nie erkennen wollte, das ist uns schon öfter aufgefallen. Deshalb stellen Sie auch immer wieder solche Art Anträge. Es nützt nur nichts. Ist genauso unsinnig wie der Vorschlag von dem CSU-Chef Seehofer, die Anstalten zusammenzulegen. Das ist alles Zeugs, was meiner Ansicht nach nicht in die demokratischen Überlegungen für unseren Rechtsstaat weiterführt. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind historisch gewachsen. Sie haben einen Zusammenhang, den ich hier niemandem erklären muss, aber der Bedeutung hat für die Menschen draußen mit Sicherheit auch. Und ist auch nicht alles so schlecht, wie es immer geredet wird, nur weil in einzelnen Filterblasen im Internet der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen als überflüssig betrachtet wird, ist er das ja nicht automatisch. Wir haben andersherum sehr viel Publikumsreaktionen, das wissen auch alle, die sich mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk befassen, die sehr durchaus eine hohe Glaubwürdigkeit nach wie vor attestieren, die sagen, das ist das Angebot, was es sonst nirgends auf der Welt in dieser Breite gibt. Und jetzt wiederhole ich auch mal eine Zahl wie Sie. Sie haben ja immer von 37 Milliarden gesprochen. Der einzelne Bürger zahlt pro Tag 58,33 Cent für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat aber pro Tag dafür ein breites TV-Angebot, bestimmte interessante Spartenkanäle von Phoenix über Arte über Dreisat, hat ein Angebot im Internet, hat 67, 68 Radioprogramme, das Ganze inzwischen hochdigital, HD, sag ich mal, demnächst auch noch mit 4K womöglich, also das Ganze wird technisch dauernd verbessert. Es gibt Angebote für Menschen mit Behinderung, es gibt großartige Angebote im Bereich der Integration und. Das Ganze ist personalintensiv, die Rundfunk haben Orchester und Chöre, das alles dient der Kultur im Land. Also 60 Cent, Herr Nückel, pro Tag, pro Einwohner über die Haushaltsabgabe, über den Haushaltsbeitrag finanziert, sollte den Menschen dieses breite Angebot wert sein. Und vor dem Hintergrund sage ich Ihnen ganz klar, all diese Vorwürfe, die Sie da äußern, um wohlfeil zu reden in bestimmte auch politische Richtungen, wir kennen die. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die das alles abschaffen wollen. Wir wissen, dass es politische Strömungen in diesem Land gibt, die leider im Moment auch noch aufwärts strömen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Lügenpresse betiteln und so weiter. All das verfängt aus meiner Sicht nicht. Und ich glaube, Sie täten gut daran, sich in den Reigen der Demokraten mit einzureihen, die ganz klar sagen, so wie der Herr Schick das gesagt hat, wie das der Kollege Vogt gesagt hat, wie wir es sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein hohes zu wahrendes Gut. Wenn wir verändern wollen, dann müssen Sie mit uns stimmen, da wo das dann auch geht, nämlich wenn wir sagen Werbereduzierung. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich da ein Stück, jetzt sage ich das noch besonders gerne, verschlanken. Ja, das heißt, er muss also sich kleiner setzen in der Media Group. Ist gerade gemeldet worden, da werden Arbeitsplätze abgebaut. Sozialverträglich, wie sich das gehört. Aber natürlich auch da finden diese Entwicklungen statt, weil wir im Landtag den wegweisenden Beschluss gefasst haben, die Werbung im Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks sukzessive, also Stück um Stück, zu reduzieren. Da haben Sie nicht mitgestimmt. Das heißt, da, wo wir Reformen anstoßen durch Beschlüsse hier, da verweigern Sie sich. Aber dann hier wohlfeil irgendwelche populistischen Senkungsbeschlüsse fordern, regen Sie sich doch gar nicht darüber auf, senkungspolitische Beschlüsse zu fordern, von denen Sie eh wissen, dass Sie keine Mehrheit dafür haben. Das ist wohlfeil und das ist das typische Prinzip. Fordern, wenn sicher ist, dass es nicht kommt, so kann man nicht Politik machen. Also, wir sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir wollen den Beitrag beibehalten, damit er stabil ist. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, um damit abzuschließen, den Menschen jetzt zu sagen, wir gehen 30 Cent runter, aber in anderthalb Jahren müssen wir wieder 50 oder 60 oder 80 Cent rauf. Das ist Politik, die nicht funktioniert, sondern ich glaube, es ist sinnvoll, es stabil zu halten. So hat es die Landesregierung im Prinzip auch schon angekündigt zu tun. Sie tut damit im Sinne des Parlaments handeln, was das seit Jahren in der großen, breiten Mehrheit so sieht. Und das soll nach dem Wunsch der Grünen hier in Nordrhein-Westfalen auch so bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank.